Einen im wahrsten Sinn des Wortes wunderschönen Abend zu wünschen hier aus dem Stadion Wiener Neustadt. Am vergangenen Samstag war hier Land unter, Dauerstarkregen an eine Durchführung der Partie. SC Wiener Neustadt gegen Rapid Wien war nicht zu denken. Heute kann dieses Spiel problemlos nachgeholt werden. Sky ist ausnahmsweise mal nachtragend. Ja, gibt es heute einen Sieger, dann kann der in der Tabelle springen. Die Wiener Neustädter auf Rang 4, Rapid auf Rang 3. Dazu müsste allerdings der erste Auswärtssieg in dieser aktuellen Spielzeit her. Auswärts bis jetzt die Grün-Weißen mit der Schlappe in Salzburg und dann mit zwei Unentschieden. Kapitän Steffen Hofmann spät, aber trotzdem oder gerade deshalb sehr gut gelaunt. Oliver Trachter wird die Mannschaften aufs Spielfeld führen. Der war schon für den ursprünglichen Termin am vergangenen Samstag eingeteilt. Neu sind allerdings seine beiden Assistenten Andreas Witschnick und Richard Hübler. Wiener Neustadt hat also zweimal hintereinander gewonnen. Respekt, das gab es zuletzt im Frühjahr, da gab es sogar mal drei Siege hintereinander. Apropos drei, zum dritten Mal in Serie wollte Heimo Pfeifenberger heute eigentlich dieselbe Anfangsformation aufbieten. Das geht nicht, weil sich Christian Dobrasch vorgestern im Training verletzt hat. Somit kommt Daniel Schöpf links im Mittelfeld in die Startelf hinein. Sonst alles wie gehabt in diesem 4-2-3-1-System mit Julian Salamon als Nachfolger des noch Italien zurückgekehrten Thomas Bichelmann. Einen Abschluss konnte der Burgenländer beim Sieg in Wolfsberg allerdings nicht sein eigen nennen. Ja, eine Festung, eine Burg oder was auch immer. Stadionneubau natürlich auch in Wiener Neustadt immer wieder ein Thema. Stadionrenovierung allerdings ein eher wahrscheinlicheres Thema. Winki Winki in beide Richtungen. Die Wiener Neustädter in ihrem in dieser Saison traditionellen Heimdress mit den längs gestreiften Dressen, die sie ja beim ersten Heimspiel gegen Salzburg kurioserweise nicht verwenden durften. Aber das satte Grün auf der anderen Seite macht heute alles möglich. Zur Seitenwahl schreiten die beiden Kapitäne. Das Volk. Bleibt so, ihr habt den Ball. Alles Gute, viel Spaß. Alles Gute, Spaß. Der Sieger der Seitenwahl heißt Steffen Hofmann, der natürlich von Beginn an bei Rapid zwei Veränderungen gibt gegenüber dem 2:0 Heimsieg gegen Grödig. Im zentralen Mittelfeld darf Stefan Schwab statt Krachowatz ran und auf dem linken Flügel heute wieder mal Florian Kainz, nachdem Schobesberger gegen Grödig zum ersten Mal in der Anfangsformation der Wiener stehen durfte. Max Hofmann bleibt in der Innenverteidigung mit Mario Sonnleitner und Thomas Schrammel bleibt auf der Position des Rechtsverteidigers. Dieses Experiment hat ja gegen Grödig schon mal hervorragend funktioniert. Ja, Barisic und Pfeifenberger, natürlich zwei alte Bekannte. Man trifft einander im Leben wesentlich öfter als nur zweimal. Rapid hat die Seitenwahl gewonnen, spielt in der ersten Hälfte von rechts nach links. Den ersten Ballkontakt haben die Heimischen durch Herbert Rauter. Einwurf durch Stefan Stangl, der in der vergangenen Saison 28 Bundesligaspiele hier für den SC gemacht hat. Durfte gegen Grödig für Rapid in der Liga debütieren. Natürlich eine große Abordnung aus Wien, was die Fans betrifft hier. Und die machen schon zu Spielbeginn hier richtig Musik. Thank you.
Steffen Hofmann. Da drüben zieht Schrammel auf, das hat Hofmann auch gesehen, aber der Pass ist ihm völlig misslungen. Der Kapitän versucht gleich nachzusetzen, auch das ist fehlgeschlagen, Kontermöglichkeit für den SC über Rauter. Schrammel vor sich, jetzt hat er Wüderer vor sich, das war einer zu viel. Schwab bekommt den Ball zwar nicht unter Kontrolle, aber mit viel Einsatz verhindert er, dass sich da möglicherweise eine erste Gelegenheit für die Niederösterreicher gibt. Ja, Spieler entwickeln, Spieler, die von schwächeren Vereinen gekommen sind. Ein Stefan Schwab, der muss einfach spielen, spielen, spielen. Dann kann er sich wohl noch weiterentwickeln. Da ist er wieder am Ball. Etwas Ballglück. Wieder funktioniert das Abspiel von Hofmann nicht so gut. Da hätte sich eher auch ein Pass auf den aufgerückten Stankl angeboten. Bei dem hat sich Steffen Hofmann auch gleich entschuldigt. Zu locker leicht mit dieser versuchten Spielverlagerung. Guter Einsatz von Steffen Hofmann. Schaub. Schwab, jetzt böte sich keins links an, aber da kommt zunächst mal Stangl. Ah, schöner Lochpass auf Schaub. Und der Treffer zählt. 1-0 Robert Beric. Keine drei Viertelminuten hier gespielt. Saisontor Nummer 3 für Beric. Der so viel gearbeitet hat für das Team und jetzt beginnt er auch schön langsam regelmäßig zu treffen. Toller Pass von Stangl. Und dann ist Beric hinter dem Ball beim Abspiel von Schaub. Somit alles in Ordnung. Kein Abseits und etwas, was Rapid richtig Spaß machen wird, hier so früh in Führung zu gehen. Louis Schaub bekommt die zweite Torvorlage in dieser Spielzeit, gut geschrieben. Und so ziemlich alles, was sich der SC Wiener Neustadt vorgenommen hat, ist mal über den Haufen geworfen. Rapid versucht da gleich nachzulegen gegen einen Gegner, der natürlich in einem gewissen Schockzustand unterwegs ist, jetzt aber wieder eine Kontermöglichkeit erhält. Aber nicht optimal von Schöpf, dieser finale Pass in den Strafraum rein. Wiener Neustadt bleibt in Ballbesitz. Die Klärung von Max Hofmann zu kurz und dann auch der Kontakt von Conor O'Brien nicht optimal. Ja, bitter für Wiener Neustadt. Die Niederösterreicher haben zum 5. Mal in der ersten Viertelstunde ein Gegentor kassiert. Das ist ein Liga-Höchstwert. Und wenn Rapid in dieser Saison mal 1-0 geführt hat, dann hat die Mannschaft nicht verloren. Wiener Neustadt auf der anderen Seite 4 von 5 Spielen verloren, in denen die Mannschaft 0-1 zurückgelegen ist. Nächste Möglichkeit, Kainz. Ja, die Idee gut, da nochmal zur Mitte zurückzulegen, aber da war keiner, weil auch Robert Beric bei der Flanke in Richtung zweite Stange gegangen ist. Der Rauter. Erstmals der Versuch, hier den pfeilschnellen Abdal Rahman Osman Ali einzusetzen. Ja, der Schrammel, der hat nicht nur einen linken, aber da fehlte eben ein zweiter in der Mitte, den Florian Kainz mit diesem Kopfball bedienen hätte können. Danke, Pollhammer zu kurz, Freitag zu lang.
nochmal zum Genießen. Stefan Stangl, Louis Schaub und Robert Beric sagt Dankeschön, ganz lieb. Gesagt habe, Wiener Neustadt hat 4 von 5 Spielen nach 0-1 Rückstand verloren. Einmal gab es ein Remis hier gegen die anderen Wiener, gegen die Wiener Austria, auch nach einem frühen Rückstand. Diesmal gibt es die Abseitsentscheidung gegen Robert Beric und die ist, denke ich, auch richtig. Ui. Doch nicht. Gleiche Höhe. Aber Sie haben auch im Hintergrund gesehen, Richard Hübler, der Gottlob seine Erkrankung hinter sich gelassen hat, war nicht unbedingt auf optimaler Position. Und Keins um eins. Wer nimmt ihn nicht? Das hat offenbar auch die Gegenspieler ein wenig überrascht. Behauptet Osman Ali mit der Möglichkeit zu flanken, weil völlig unbedrängt. Flanke gerät zu weit. Und dann Schrammel mit entsprechendem Körpereinsatz. Bei Wiener Neustadt ist Dennis Mim in den Kader gerutscht. Nach seiner Entzündung im Knie steht er wieder im Training. Der Ex-Labitler Lukas Denner hat seine Bauchmuskelzerrung ausgeheilt. Bleibt aber vorläufig mal im Talon. Dobrasch hat eben muskuläre Probleme, Ebenhofer eine Wadenzerrung. Dafür ist Marc Breitenthaler endlich im vollen Mannschaftstraining und vielleicht schon in der kommenden Woche beim Cupspiel gegen die Admira hier in diesem Stadion ein Thema. Landet der Ball in der Prärie, wenn Mario Sonnleitner solche Pässe versucht. Das zieht sich auch schon wie ein roter Faden durch die Saison. Christopher Thibon ist wieder matchfit, wird allerdings wohl für den großen Schlager am kommenden Samstag gegen den Tabellenführer Wolfsberg noch geschont. Pavelic und Prosenik haben am vergangenen Sonntag für Rapid Römisch 2 durchgespielt beim ersten Saisonsieg gegen Schwächert. Das war übrigens das allerletzte Spiel im legendären Gerhard-Hanapi-Stadion. Für alle, die es genau wissen wollen, diese ehemaligen Rapid-Amateure werden ihre Heimspiele in der Regionalliga Ost in Zukunft auf dem Elektraplatz im zweiten Wiener Gemeindebezirk austragen. Ein Areal, auf dem große Fußballkarrieren früh zu Ende gegangen sind. Das war ein unkorrekter Einwurf. Bitte beide
Beine auf den Boden lassen. Gerade noch im grünen Bereich, das war es nicht mehr. Auffällig, jetzt da gut 11 Minuten gespielt sind, Rapid in den Zweikämpfen ganz deutlich oben auf. Freistoß Stefan Schwab. Zusammenspiel mit Hofmann. Freistoß für Rapid aus einer sehr angenehmen Position nach dem Foul von Remo Mali. Einmal gut gespielt von Schaub und Hofmann. Schwab erkennt die Zeichen der Zeit da auch recht früh. Sieht, dass Mali das Bein rausstreckt. Und darf jetzt wohl auch selbst diesen Freistoß ausführen. Die Standards nicht unbedingt eine Tugend von Rapid im bisherigen Saisonverlauf. Gerade mal ein Elfmeter-Tor steht da zu Buche. Aus Freistößen und Ecken ist bis jetzt noch gar nichts gegangen. Schwab. Gut, aber da hat Thomas Vollnhofer früh spekuliert auf die von ihm gesehen linke Ecke, hat drei Schritte rüber gemacht und somit den Ball auch ganz sicher mit den Händen umschlossen. Mittelfeld bei den Neustädtern gesorgt hat. Guter Neuzugang. Schade eigentlich, dass so spät erst die Arbeitsbewilligung für den US-Amerikaner eingetroffen ist. Macht heute sein drittes Spiel. Ja, wieder setzt Schrammel da seinen Körper gut ein. Das ist legitim. Fußball ist auch ein Kontaktsport. Das war kein Foulspiel. Das hat der Schiedsrichter ganz richtig erkannt. Geklappt. Er zieht da aus vollem Lauf ab, dann versucht Florian Kainz einen Kunstschuss. Aber immer wieder mit starkem Pressing im Mittelfeld, mit großer Zweikampfstärke erobert Rapid da den Ball und dann geht es blitzschnell in die Spitze. Zum dritten Mal kommen die Gäste hier auch schon zum Abschluss. Hofmann auf Schaub, der mit einem schlechten ersten Kontakt, dann Beric, dann Kainz, da ist Vollnhofer. Aber das hat Louis Schaub im wahrsten Sinne des Wortes verstolpert. Er hat da praktisch alleine vor dem gegnerischen Torhüter mit dem Ball aufgetaucht. Lassen sie gewähren bis zur Mittellinie. Dann kommt natürlich der weite Ball nach vorne, aber
Da fehlt ein großgewachsener Mittelstürmer, wie es Thomas Pichelmann war, um mit solchen Passbällen auch was anfangen zu können. Julian Salomon ist zwar gut zu Fuß, aber nicht so toll in der Luft. Stangl, keins wird mal ignoriert. Das war die schwierigste Variante und dementsprechend kommt da Dominik Wüdra auch nicht durch. Gegenzug Osman Ali. Salomon, gute Flanke. Gut verteidigt von Schrammel. Und dieser Abschluss wird wohl keine weitere Erwähnung finden. Aber das war im Ansatz sehr gut gespielt. Schrammel richtigerweise da ganz weit reingerückt. Und das war die Geschichte von vorhin mit Schaub. Da ist der schlechte erste Kontakt. Und dann ist die Chance perdu. Beric wird sogar noch mal von den Wiener Neustädtern bedient. Dann spielt Vollenhofer allerdings gut mit. Somit ist die Chance für Kainz nicht wirklich gegeben. Sind es auch unerzwungene Ballverluste, mit denen sich die Wiener Neustädter hier ihr Leben unnötig schwer machen. Freitag. Ja, mit hohem Tempo kommt da Osman Ali, hat Stangl vor sich. Die Flanke kommt, aber sie kommt nicht gut genug. Schöpf. Der macht gegen Schrammel zumindest in diesen ersten gut 18 Minuten da drüben keinen Stich. Technisch fein gelöst von Beric. Dann bekommt er völlig zu Recht hier auch den Freistoß. Was Freitag nicht gelingt, das macht dann Remo Mali. Sehr rustikale Art und Weise. Salomon vielleicht auch schon ein wenig gefrustet, nachdem er da zum Wiederholten mal hoch angespielt wurde. Für Rapid war die Europa League ja vorbei, ehe sie noch richtig begonnen hat. Für Salzburg ist die Europa League wieder mal ein Trostpreis. Das erste Spiel gibt es morgen, Heimspiel gegen den noch nicht gerade überragenden schottischen Meister Celtic Glasgow. Um 6:30 sind wir für Sie, verehrte Zuschauer, auf Sendung. Sky Sport HD3 und Sky Sport Austria, ganz wie Sie möchten. Stoß Hofmann. Oh, der Ball kommt bis zu Max Hofmann und der steht im Abseits. Ja, das war schon Sonnleitner, der beim Freistoß von Steffen Hofmann fast vorne war, aber Maximilian Hofmann war es dann eindeutig. Wieder, wie wir es von ihm gewohnt sind, ein wenig zügellos in einem Zweikampf.
übertriebener Körpereinsatz. Wiener Neustadt endlich mal mit einem flachen Ball da in die Spitze. Pohlhammer, Stangl weit weg, aber er kann die Flanke verhindern. Nur hat er das wohl nicht mit einem Körperteil, mit dem man den Ball spielen darf. Und daher gibt es den Freistoß für den SC. Angezeigt von Assistent Witschnick. Wir haben die Möglichkeit, das nachzukontrollieren. Boah, ja, aber wenn das als Handspiel ausgelegt wird, dann war das wohl innerhalb des Strafraums und hätte eigentlich einen Strafstoß geben müssen. So gibt es nur Freistoß für Wiener Neustadt. Den führt Conor O'Brien aus. Dann mal mit Carajo aus der zweiten Reihe. Jan Novota bekommt zum ersten Mal einen Ball auf sein Tor. Und auch einer zu merken, denn so oft schießt Reinhold Ranftl nicht auf des Gegners Kasten. Rapid schon loben, wie locker leicht sich die Mannschaft da dem Vorchecking des Gegners entzieht. Jetzt der Ballverlust, der kann teuer werden, der ist überteuert. Ausgleich, SC Wiener Neustadt, Herbert Rauter in Minute 23. In den vergangenen 5 Duellen mit Rapid ist dem SC kein Treffer gelungen. Jetzt gelingt der erste aus dem zweiten Schuss aufs Tor. Steffen Hofmann mit dem Ballverlust. Conor O'Brien bringt den Fuß dazwischen und dann geht's rucki zucki. Salomon endlich flach angespielt. Schöne Körpertäuschung und dann ein wunderbarer Pass in den Lauf von Rauter, der die Ruhe hat, die Übersicht hat, lässt den Novota kommen, lässt ihn zu Boden gehen und schießt staubtrocken ein. Zum 4. Mal in dieser Spielzeit übrigens. Ja, geht doch, Herr Pfeifenberger. Ich freue mich schon darauf, wie unsere Experten im Sky-Fußballstudio das tolle, schnelle Umschaltverhalten der Wiener Neustädter nach Ballgewinn in dieser Szene loben werden. Und das ganze Gerackere von Julian Salomon hat sich auch ausgezahlt, denn der hat seinen ersten Scorerpunkt per Torvorlage in der Bundesliga gut geschrieben bekommen. Oh, das war ganz schlecht von Schöpf. Ich weiß nicht, was er da im Endeffekt vorhatte. Ein ziemliches Loch bei den Wiener Neustädtern. Schaub muss den Weg außenrum nehmen, den längeren, und kommt einmal im ersten Versuch an Schöpf nicht vorbei. Der klärt allerdings auch nicht optimal. Wieder Schwab gut attackiert von Osman Ali. Und Osman Ali hurtigen Schenkels vorbei an Wydra. Vorbei an Max Hofmann. Und dann Ende der Ausbaustrecke, aber es gibt Eckball für Wiener Neustadt. Aber jetzt hat Osman Ali mal wirklich zeigen dürfen, was der für eine Grundschnelligkeit hat. Und wenn der mal antritt, ist er kaum zu bremsen. Ganz starker Sprint, auch noch an Max Hofmann vorbei. Dann allerdings geht ihm der Weg aus und dann bringt der Rapid-Innenverteidiger doch noch den Fuß dazwischen, um den Querpass zu verhindern. Erste Ecke im Spiel. Conor O'Brien. Ja, der kommt gut, aber da ist der
beste Faustkämpfer der Liga, Jan Novota zur Stelle. Steffen Hofmann mit dem Ball. Schaub ist mit, bekommt den Pass. Versucht es innen. Am ersten vorbei, am zweiten vorbei, aber der Pass auf Beric ist es dann nicht mehr. Das Spiel schnell. Stangl zerreißt er an alter Wirkungsstätte, aber der sollte jeden Maulwurfhügel dieser Sandkiste eigentlich auswendig kennen. Steffen Hofmann, Idee gut, hier auf Beric direkt abzulegen. Ja, der Kapitän zerreißt sich. Dem tut dieser Ballverlust vor dem 1:1 natürlich persönlich auch weh. Steffen Hofmann sehr bemüht, aber viel gelingt ihm in dieser ersten halben Stunde nicht. Das war gut gemacht, durchgesteckt auf Schrammel. Ja, ja, der hat den rechten Fuß, nur der hatte diesmal nicht die entsprechende Balance. Ja, jeden Tag gnadenlos Live-Fußball auf Sky Sport Austria. Morgen, wie erwähnt, Europa League und am Freitag geht schon wieder los mit der 11. Runde der heute für morgen Sky Go, ersten Liga-Konferenz ab 18 Uhr. Und als Digestiv nach dem viergängigen Menü, dann auch noch Mattersburg gegen Horn. Das haben sie sich verdient. Das haben sich die Wiener Neustädter verdient. Perfekter Konter abgeschlossen von Herbert Rauter zum 1:1. Bei diesem Spielstand halten wir hier immer noch. Ja, stark von Schwab allerdings dann doch Mitte Tor und dort steht eben in 9 von 10 Fällen der gegnerische Torhüter. Schöner Pass von Schwab auf Beric, toll reagiert von Vollnhofer. Ja, ja, der Volli, kein anderer Torhüter der Liga, wehrt so viele Schüsse ab wie der frühere St. Pölten-Keeper. Ja, bereits der 39. in dieser Spielzeit. Jetzt kommt auch Rapid zum ersten Eckstoß. Steffen Hofmann mit Effe vom Tor weg. Heißt für Neustadt besonders auf die Innenverteidiger aufpassen. Aber da ist kein Innenverteidiger. Natürlich ist da ein Innenverteidiger, aber nicht mit dem Kopf. Spektakulärer Abschluss hier von Maximilian Hofmann. Respekt. Und der Konter läuft. Ui Schaub war da blitzschnell zurück am eigenen Strafraum, um Schlimmeres zu verhindern. Hofmann 2, aber auch der schießt eben Mitte Tor. Aber schön anzusehen war es allemal. Schlimm nur für die Wiener Neustädter, dass da im Umkreis von 4 Metern kein Spieler der Niederösterreicher zu sehen war. Den Ball
halbwegs vernünftig zur Mitte, aber da war weit und breit kein Mitspieler. Stärkeren Fuß wollte schon mal hier Stefan Schwab bedienen. Also Rapid dominiert dieses Spiel weiterhin, aber das gewachsene Selbstvertrauen bei den Niederösterreichern nach dem Ausgleich von Herbert Rauter vor rund 12 Minuten ist deutlich erkennbar. Jetzt hat Schrammel viel Zeit, spielt einen klugen Pass auf Steffen Hofmann. Ja, diese Schussflanke erreicht niemanden. Beric ging da schon Richtung Torauslinie und Kainz war zu weit hinten. Hat es für sich gut gemacht, den Pass da in den Rücken der Abwehr, aber der kommt eben nicht zu Florian Kainz. Kommt Kainz ran, und zwar mit dem Kopf. Beric. Verdacht Richtung Mitte. Widra. Diesmal lässt Schrammel gut sein mit seinen Flankenläufen. Hatte da auch Schöpf unmittelbar vor sich. Rapid auf Sicherheit bedacht. Im Versuch ein Kurzpassspiel so rund 10 Meter vor dem gegnerischen Strafraum aufzuziehen, wo das gelingt in den seltensten Fällen. Sich die Wiener Neustädter hier punkto Defensivverhalten sehr geschickt anstellen. Wieder über drei Stationen mit einem Kontakt, dann Kainz. Das für Schrammel geht zurück zum Start. Widra mit einer Unkonzentriertheit, die allerdings nicht bestraft wird. Kainz gegen Pohlhammer. Und O'Brien mit dem fragenden Blick, wo ist der Nächste? Das war ein mutiger Haken da gegen Schwab. Allerdings gibt es jetzt auch nicht mehr die Gelegenheit für einen schnellen Konter. So gibt es wieder mal nur einen Verdachtspass in die gegnerische Hälfte. Meistens, wenn Wiener Neustadt solche Passbälle schlägt, dann kommt die Kugel postwendend zurück. Steffen Hofmann, wunderbar durchgesteckt, auf Schaub. Ja, dem wird das Spielfeld nicht zu klein, der Haken war auch noch aller Ehren wert. Der Pass zurück, dann nicht mehr so toll. Steffen Hofmann, Schaub und drei Wiener Neustädter als begeisterte Zuschauer erste Reihe fußfrei. Natürlich war es für Schaub dann auch immens schwierig, hier noch einen Abnehmer zu finden. Beric war fast als Rechtsaußen in dieser Situation unterwegs. Rutscher geht ins Leere, Julian Salomon dann in Abseitsposition. Ja, aber der Assistent hat richtigerweise zugewartet mit seiner Entscheidung.
denn die früheren Outwacher sind dazu angehalten, erst dann zu schwenken, wenn dieser Spieler auch wirklich den Ball berührt. Und das war in dem Fall nicht so. Aber Jan Novota kann sich da natürlich nicht auf Eventualitäten verlassen. 4.300 Besucher im Stadion Wiener Neustadt. 1:1, der Spielstand hier noch 36 Minuten. Für die Musik sorgt nach wie vor der Rapid-Anhang. Aber jetzt kommt vielleicht Wiener Neustadt mit Pauken und Trompeten wieder Ramftl. Ja, sein zweiter Schuss heute, der überfordert Novota. Und das war eine brenngute Ausgleichsgelegenheit für den SC. Also wie gesagt, der schießt nicht so oft. Ramftl, Novota ein wenig botschert. Und Maximilian Hofmann da als Retter in höchster Not für den SK Rapid Wien. Habe ich gesagt, Ausgleichsmöglichkeit, natürlich die Chance für Wiener Neustadt, hier in Führung zu gehen. O'Brien, nächste Gelegenheit für Freitag. Jetzt tut dem Max Hofmann die Birne etwas weh, aber das muss er verschmerzen und Rapid kann dankbar sein, dass der hier genau in der Schussbahn von Freitag gestanden ist. Diesmal ein Foulspiel an Wüderer. Der Freitag, ein Spieler, der dafür bekannt ist, nicht unbedingt Freundschaften auf dem Spielfeld zu pflegen, geht auch schon, wenn es darauf ankommt, ziemlich ruppig mit den Gegenspielern um. Freistoß Stefan Schwab. Der war gut gezogen. Stangl war da schon in Bereitschaft, mit dem Kopf zum Ball zu gehen. Aber war auch gut verteidigt von den Niederösterreichern. Zweite Ecke Rapid, diesmal nicht Steffen Hofmann, sondern Stefan Schwab. Diesmal also ein Eckball mit Effet zum Tor. Richtung erste Stange, dort steht der aufmerksame Christian Deutschmann. Er ist übrigens der einzige Wiener Neustädter Feldspieler, der alle 7 bisherigen Bundesliga-Partien durchgespielt hat. Nächster Versuch von Schwab. Vollenhofer macht genau das Richtige. Mit einer Hand bringt er den Ball da weit raus aus dem Strafraum. Und für Ramftl heißt es jetzt wieder Position beziehen. Natürlich ist da die Ordnung bei einer Standardsituation eine andere als im laufenden Spiel in der Defensive des SC. Brian elegant da gegen Maximilian Hofmann, aber dann wird der Ball etwas zu flott und Steffen Hofmann kann klären. Ja, ein kompletter Spieler. Und von der Körpergröße her passt er auch wunderbar in diese
sage ich jetzt nicht respektlos, Lilliput-Mannschaft, die Heimat Pfeifenberger auf dem Platz hat. Speziell was die Offensivkräfte betrifft. Rapid hatte drei Ecken, Wiener Neustadt bekommt jetzt die dritte. Aber trotzdem keinen Hut. Aber dafür eine weitere Möglichkeit. Also die konkreteren Torchancen in diesem Spiel hat die Heimmannschaft. Bei 1-0 für Rapid hatte Schaub eine gute Möglichkeit verdattelt. Seit dem Ausgleich durch Herbert Rauter in Minute 23 Wiener Neustadt mit gestärktem Selbstbewusstsein und auch mit Torchancen. Diesmal steht Stefan Stangl in Maximilian Hofmann-Manier im Weg. Schöpf fühlt sich da zentral etwas wohler, als wenn er es immer mit Schrammel auf den Flügel zu tun bekommt. Oh, kann auch mal passieren, Künstlerpech, Osman Ali, der diese Flanke scharf und trotzdem mit Effet schlagen wollte. Es ist weder noch passiert. Wie war das mit an jedem Wochentag dieser Woche Live-Fußball bei uns? Na klar, und am Samstag wird die 9. Runde der Bundesliga eröffnet mit dem Spiel von Rapid gegen den Tabellenführer Wolfsberg. Ankick 16 Uhr, ab 15.30 Uhr läuft unsere Berichterstattung. Im Anschluss dran drei Spiele in der Konferenz oder auch einzeln, ganz wie gewünscht. Da kommt Florian Kainz mal einzeln und bringt den Ball nicht im Rahmen einer Konferenz zu Louis Schaub. Wiener Neustadt bekommt es am Samstagabend auswärts mit Aufsteiger Altach zu tun. Punkt. Foulspiel an Rauter. Kann man auch schon mal über eine gelbe Karte nachdenken. Klares taktisches Foul hier von Wieder. Jetzt gibt's Gelb. Mit leichter Verzögerung. Die erste Verwarnung am heutigen Abend kassiert Stefan Schwab. Ja, da setzt er entschieden zu spät zu diesem Tackling an. So gerade noch als von der Seite zu bewerten, trifft dann allerdings nur Conor O'Brien. Also Gelb in Ordnung. Freistoß, Distanz von Ball bis Torlinie über 30 Meter. Kurz abgespielt auf Conor O'Brien. Der trifft den Ball nicht wie gewünscht. Bei so manchem Rapid-Fan auch schon zweifelnde Blicke oder Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Rapid hat dieses Spiel phasenweise richtig diktiert, ist früh in Führung gegangen in Minute 3. Aber hat ab Mitte dieser ersten Hälfte, auch vielleicht bedingt durch den Ausgleich der Wiener Neustädter, etwas den Faden verloren. Sehr dynamisch, aber das ist alles brotlose Kunst. Diese permanenten Doppelpasses, Schaub, Steffen Hofmann hat Wiener Neustadt mittlerweile auch schon durchschaut. Es ist, ja, ein Blick auf die Uhr lohnt sich. Halbzeit ohne Nachspielzeit. 1:1 der Pausenstand, Heimat Pfeifenbergers Team. So, nach dem 1:1 ab Minute 23 hier fast der wahre Herr im Hause, was die Torchancen vor allem betrifft.
So wie Rapid es verabsäumt hat, nach dem 1:0 nachzulegen, hat es allerdings Wiener Neustadt verabsäumt, nach dem Ausgleich hier ein zweites Tor zu machen. Die Möglichkeiten waren absolut gegeben. Und ich da denke an den Schuss von Ranftl, den Novotar fallen hat lassen. Julian Salomon wurde dann noch entscheidend von Max Hofmann gestört. Oder die beiden Blocks von Max Hofmann und Stefan Stangl nach Standardsituationen. Rapid kann sich sogar glücklich schätzen, hier zur Pause nicht zurückzuliegen. Ein Tor und sonst, Herbert Rauter, wer hatte denn die besseren Chancen in dieser Partie bisher? Ich glaube, bis auf die ersten paar Minuten, wo wir verschlafen haben, das Tor gekriegt haben, glaube ich, spielen wir nicht so schlecht, haben einen Ausgleich gemacht und ich glaube, wir waren jetzt an den 2-1 näher als Rapid und ja, ich bin jetzt zufrieden und ich hoffe, dass wir zweite Halbzeit noch ein bisschen nachlegen können, dass wir mal einen ersten Sieg gegen einen Großen schaffen und ich glaube, ich bin guter Dinge. Wie ist man überhaupt wieder so schnell in die Spur gekommen nach diesem verpatzten Start heute? Hey, wir haben uns was vorgenommen, wir haben uns einfach weiter motiviert, wir haben uns heute was vorgenommen und die wollten es unbedingt umsetzen und deswegen haben wir relativ schnell wieder in die Spur gefunden. Der Platz ist okay oder sogar gut? Nein, er ist sehr gut. Passt, danke. Ja, Darko Milanic würde sagen, okay, gut. Rapid hat in der ersten Hälfte in dieser Saison erst 3 Tore geschossen, heute immerhin eines. Das macht vielleicht Mut für die zweite Hälfte, in der Rapid treffsicherer ist im bisherigen Saisonverlauf. Die Zahlen, die nackten, sagen mit Ausnahme der Anzahl der gesamten Schüsse eigentlich aus, dass Rapid hier das Spiel dominiert hat. Aber Spiel dominieren und gewinnen sind zwei Paar Stiefel. Ab ins Sky-Fußballstudio zu Gerfried Bröll. Franco Foder, ich schlage vor, wir stützen uns gleich rein in Medias Res, denn Sie haben natürlich sofort erkannt, dass ein ziemlich grober Abwehrschnitzer dem 1:0 für Rapid im Stadion Wiener Neustadt vorangegangen ist. Das schnellste Saisontor bisher für die Grün-Weißen in dieser Meisterschaft. Nicht einmal 3 Minuten waren gespielt. Die Wiener Neustädter ungeordnet in der Defensive und vor allem, sie haben sehr viel Raum, die Rapidler, bei diesem Angriff, vor allem eher Stefan Stangl. Dann geht's mit einem Lochpass auf Luis Schaub und der bedient Robert Beric. 1:0 Franco. Ja, ich glaube, wir haben Wiener Neustadt vor dem Spiel zu viel gelobt. Scheint so. Über ihre Kompaktheit, die sie beim WAC gezeigt haben. Gerade am Anfang des Spiels haben sie dem Gegner zu viel Raum gelassen und gegeben. Und gerade bei diesem Tor in dieser Situation haben sie den Raum in der Breite nicht gut verteidigt. Osman Ali, Rapid hat es sehr, sehr gut gemacht. Stangl hatte dann die Möglichkeit, diesen freien Raum zu nutzen, hat sehr, sehr gut in die Tiefe auf Schaub gespielt. Und für ihn war es dann nicht mehr schwierig, den Ball noch quer auf Beric zu legen. Und der hat dann gut abgeschlossen. Aber Hans, man muss den gebotenen Raum auch nützen, nicht? Ja, es ist, wie der Franco gesagt hat, also die beiden Verteidiger, die den ballführenden Spieler nicht angehen und hinten warten. Also das war grob fahrlässig. Er hat den Ball ins Loch gespielt und der kleine Schaub ist hineingegangen und in die Mitte passt. Und das war eigentlich ein sehr schlechtes Abwehrverhalten. Dann hat Wiener Neustadt einige Zeit gebraucht, um sich zu erfangen. Aber dann sind die Niederösterreicher offensiver geworden. Und der Stefan Stangl, der steht schon wieder im Mittelpunkt unserer nächsten Szene. Denn Mario Pollhammer hier mit der Hereingabe und dann das Handspiel des ehemaligen Wiener Neustädters Stefan Stangl jetzt im Dress von Rapid. Und Mario Pollhammer reklamiert hier nicht zu Unrecht. Denn Oliver Trachter hat den Tatort außerhalb des Strafraums verlegt. Das Handspiel von Stefan Stangl, Franco, wohl aber innerhalb. Ja, er hat die Situation gesehen und beurteilt, aber nur mit einem Freistoß. Es war ein klares Handspiel, aber im Strafraum. Insofern hätte er Elfmeter geben müssen. Glück für Rapid, Hans? Ja, Glück, ja. Aber 2 Minuten später hat Wiener Neustadt ohnehin den Treffer erzielt, ohnehin ausgeglichen. Und diesen Treffer ist ein Ballverlust von Steffen Hofmann im Mittelfeld vorausgegangen. Dann der Amerikaner O'Brien auf Julian Salomon und der mit dem wirklich guten Zuspiel auf Herbert Rauter, Franco. Ja, so hätten wir uns Neustadt von Anfang an gewünscht. Eine aggressive Balleroberung von O'Brien im Mittelfeld. Und dann haben sie wirklich schnell auf Angriff umgeschaltet. Wichtig war auch, O'Brien spielt den ersten Pass nach vorne. Salomon spielt dann einen überragenden Pass in die Tiefe auf Rauter. Und ja, Rauter sehr kaltschnäuzig vor dem Tor.
War Steffen Hoffmann, Hans Knackl, da ein wenig nachlässig im Mittelfeld bei der Vorgeschichte? Nein, ich wehre mich immer gegen das. Man darf jetzt nicht den Steffen Hoffmann. Für mich ist nicht der Steffen Hoffmann der Schuldige an dem Tor, denn er war weit in der gegnerischen Hälfte. Ja. Er hat da nicht aufgepasst. Der O'Brien hat das fantastisch gemacht, ihm den Ball abgenommen. Ganz wichtig, also man sieht es jetzt eh, glaube ich, nochmal, ja. Ganz wichtig, der Pass von O'Brien sofort nach vorne. Entscheidend. Zweite Entscheidung, der Salomon, jetzt der Pass auf den Rauter. Beide hervorragend. Und das dritte, muss man sagen, der Rauter macht das Tor sehr hervorragend. Er geht rechts an dem Verteidiger und an Novo da vorbei und schiebt dann den Ball ins leere Tor. War von Wiener Neustadt sehr schön gemacht. Ist auch sehr interessant, zum Charakter des Spielers zu sagen, wie Rapid 1:0 geführt hat. Nach 3 Minuten glaubt man eigentlich, dass jetzt alles so weitergeht. Aber ja, es war wirklich so, dass Wiener Neustadt plötzlich hat angefangen zu spielen. Und wir werden jetzt sehen, nach dem 1:1 kommt Rapid wieder ein bisschen auf. Also so völlig, völlig verkehrt. Und zwar deshalb, weil die Verunsicherung in der Wiener Neustädter Abwehr eigentlich nie aufgehört hat. Die ist weitergegangen. Da war teilweise wirklich ein Tohuwabohu festzustellen. Rapid konnte da in einigen Szenen spielen, wie es wollte. Auch hier, als dann Robert Beric an Thomas Vollhofer am Ende scheitert. Hans. Sie ist sehr attackieren zu spät. Ne? Ich glaube, wir werden es jetzt eh noch mal sehen. Ich glaube, es gibt noch Wiederholung, ja. Jetzt sind wir sind eigentlich schon zweit, aber schon vorher sieht man, dass wieder ganz passiv die Abwehrspieler hinten warten, bis Rapid zum 16-Meter-Raum kommt. Und das ist viel zu nahe, also ist viel zu gefährlich. Kann das gut gehen, Franco, aus Sicht der Wiener Neustädter, auf die Dauer? Nein, das müssen sie in der zweiten Halbzeit besser machen. Sie lassen den Rapidlern viel zu viel Platz, vor allen Dingen im Mittelfeld. Sie können sich da einfach durchkombinieren. Und Wiener Neustadt schafft es nicht, Balldruck zu erzeugen. Und das müssen sie in der zweiten Halbzeit verändern, sonst können sie dieses Spiel heute nicht gewinnen. Eingeheizt wird hier in Wiener Neustadt. Es ist etwas frisch geworden während der Halbzeitpause. 1:1 zwischen dem SC und Rapid. Beide Mannschaften noch in der jeweiligen Anfangsformation zu Beginn dieses zweiten Durchgangs. Ja, manche Leute haben es gern, wenn sie nicht allzu viel sehen, sogar auf Fußballplätzen. Conor O'Brien hatte in der ersten Hälfte die meisten Ballkontakte aller Akteure auf dem Spielfeld. Das ist sein zweiter in der zweiten Hälfte. Der Pass war ganz gut. Julian Salavon ist die Kugel dann zu weit vom Fuß gesprungen. Keins gegen Pohlhammer. Zwei Steirerburm im Duell. Pohlhammer gibt WO. Somit geht es weiter über den linken Flügel, wo, das ist auch keine Seltenheit, Robert Beric auftaucht. Und die kluge Spielverlagerung auf Schrammel, der viel nach vorn bewegt hat vor der Pause. Allerdings seine Hereingaben waren meistens zu ungenau. Und Keins macht Pohlhammer ein zweites Mal schwindlig. Steffen Hoffmann mit keiner guten Ballannahme. In den vergangenen 5 Bewerbsspielen wurde Hoffmann jeweils vorzeitig ausgewechselt. Und bei all seinem Bemühen und seiner Giftigkeit denke ich, das wird heute eine Fortsetzung finden. Die Frage ist nur wann. Schrammel gegen Ranftl. Ganz stark gelöst von Wiener Neustädter Linksverteidiger. Und dann von Schrammel noch eine hinten drauf und Wiener Neustadt somit einen Freistoß. Ja, Rapid hat in allen Auswärtsspielen dieser Saison zumindest ein Tor gemacht. Diese Serie hat sich heute fortgesetzt. Heimo Pfeifenberger kurbelt da noch mal nach, treibt seine Spieler weiter nach vorne.
Mainz sehr auffällig zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Widra, Steffen Hofmann, dahinter läuft Stange, Beric und da ist das so lang ersehnte von ihm, so lang ersehnte erste Tor in der Liga von Louis Schaub im Kalenderjahr 2014. Vor fast einem Jahr hat er zuletzt in der Bundesliga getroffen. Hofmann wartet geschickt, bis der Stangl nachrückt. Pohlhammer weiß nicht mehr, was er tun soll. Beric mit dem ersten Versuch, den Vollenhofer noch toll abwehren kann. Da bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Ball nach vorne abzuklatschen. Aus dieser kurzen Entfernung keine andere Abwehrmöglichkeit. Und Schaub reagiert einfach gedanklich am schnellsten. Und wie in der ersten Hälfte geht Rapid auch in der zweiten sehr früh in Führung. Also die Hex hat den Schuh von Louis Schaub jetzt auch in der Bundesliga verlassen, nachdem er ja im Europa League Playoff gegen Helsinki insgesamt dreimal zugeschlagen hat. Aber auch das hat eben für den Einzug in die Gruppenphase nicht gereicht. Interessante Spielverlagerung davon Thomas Schrammel. Nachdem Rapid hier den Luftraum in Wiener Neustadt gnadenlos ausgenutzt hat, ein weiteres Foul von Stefan Schwab, der einzige Spieler dieser Partie ist, der schon Geld gesehen hat. Muss nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Freistoß Conor O'Brien. Ja, da ist Deutschmann mit vorne, kommt auch an den Ball. Und der Franftl. Salomon gegen Schrammel, Salomon gegen Schaub. Nichts mehr mit Salomon. Mali und Beric da in einem Zweikampf, der von beiden Seiten nicht ganz sauber geführt wurde. Nur das Foul begeht eindeutig. Mali bekommt dann den rechten Ellbogen von Beric kurz zu spüren. Aber der Slowene wollte sich da einfach nur frei machen, ohne die Kleidung abzulegen. Ungewohnter Fehler hier von O'Brien. Hofmann raus auf Keins. Clever gemacht von Deutschmann. Setzt sich keiner in Bewegung, deswegen muss Conor O'Brien da querlaufen und zurückspielen. Gelungener Abschlag von Vollenhofer, allerdings geht es hier auch nicht weiter als über zwei Wiener Neustädter Stationen. Schwab. Zu weit vorgelegt, Hofmann dann als Profiteur, wollte da blitzschnell Schaub in Aktion bringen, das ist dann auf Umwegen, nämlich auf dem Umweg Schrammel gelungen. Schaub, Doppelpass mit Beric, eine wunderschöne Aktion des SK Rapid,
allerdings ohne den krönenden Abschluss. Schaub sehr dynamisch. Tolles Zusammenspiel hier mit Robert Beritsch. Dann hat er sehr viel offenes Tor vor sich. Auch geht Vollenhofer da für seine Verhältnisse früh runter. Also den kann man schon mal aufs Tor auch bringen. Wäre ihm das gelungen, würde Rapid hier 3:1 führen. Neustadt versucht es ähnlich wie in der ersten Hälfte. Wieder fast nur mit hohen Bällen in die Spitze. Und da sind die kleingewachsenen Offensivkräfte der Niederösterreicher in den Luftzweikämpfen einfach chancenlos. Oh, Schöpf vertändelt da den Ball an der Strafraumgrenze. Das kann noch bittere Folgen haben. Florian Kainz hat auch bittere Folgen. Doppelpack Beritsch, 3:1 Rapid. Da passiert der Fehler. Schöpf darf sich diesen Ball von Steffen Hofmann nie und nimmer abluchsen lassen. Dann auch Deutschmann nicht souverän, genau auf die Klebe von Schaub, der mit guter Übersicht raus auf Florian Kainz. Und der auffälligste Rapid-Akteur in diesen ersten Minuten nach der Pause mit seiner ersten Torvorlage für den neuen Arbeitgeber. Ja, und Robert Beritsch, der oft auf die Flügelpositionen ausweicht, ist in den entscheidenden Situationen genau dort, wo ein Mittelstürmer zu stehen hat. Pfeifenberger wird jetzt reagieren auf diesen kompletten Fehlstart in die zweite Hälfte, wird gleich erstmals wechseln und wird den Ex-Rapidler Lukas Denner ins Spiel bringen. Schrammels, Flanke mit rechts, Vollhofer mutig, aber gut. Rauter hat da keine Passoption, muss das Tempo etwas rausnehmen, jetzt ist Osman Ali mitgelaufen. Salomon wäre in der Mitte, allerdings gut abgeschirmt von Sonnleitner, aber da gibt es nicht einmal die Gelegenheit, den Ball in die Mitte zu bringen. Startet im richtigen Augenblick, kein Abseits. Ui, und dann typiert er hier Vollhofer zweimal, dreimal. Steffen Hofmann, nix da, Mali, der Spielverderber. Keins, Stangl. Ja, Rapid drauf und dran, diese Partie hier früh in der zweiten Hälfte auf Eis zu legen. Richtig entschieden, kein Abseits von Schaub. Und die Hintermannschaft des SC Wiener Neustadt fährt Karussell inklusive Torhüter Thomas Vollenhofer. Ja.
täuscht uns Steffen Hofmann. Du hast zu direkt in den Torraum gezogen. Und der Vollenhofer ist zwar kein Riese, aber sehr sprungstark und was die Faustabwehren betrifft, auch ein Könner. Schwab macht den Ball nochmals etwas wärmer. Sonnleitner macht ihn heiß für Beric, aber der kommt nicht mehr ran. Ja, ein Sprinterkönig ist Robert Beric nicht, aber das ist auch nicht seine Hauptaufgabe. Jetzt kommt der von mir angekündigte Wechsel. Daniel Schöpf, eher nur ein Passagier in dieser Partie, durch die Verletzung von Dobrasch reingerückt, dann mit dem fatalen Ballverlust vor dem dritten Gegentreffer. Allerdings hatte da auch Christian Deutschmann eine nicht unerhebliche Teilschuld. Ja, Denner, einer, der ja sowohl auf der Außenverteidigerposition als auch im Mittelfeld links zum Einsatz kommen kann. Letzteres ist ihm jetzt beschieden. Gesehen, der Assistent hätte da auf Einwurf für Rapid entschieden, hat sich aber dann vornehm zurückgehalten, nachdem Oliver Trachter diese Attacke an Osman Ali doch als Foulspiel gewertet hat. Der nächste schwache Pass von Conor O'Brien, der jetzt endgültig wie die gesamte Mannschaft in einer Schockstarre unterwegs ist. So schnell kann es gehen. Stangl, Beric, Vollenhofer, Schaub, der kurz darauf ein weiteres Tor machen hätte können, wenn nicht müssen. Aber was ihm nicht gelungen ist, gelingt dann Robert Beric auf Zuspiel von Florian Kainz. In der Neustadt nach einer guten Viertelstunde in dieser zweiten Hälfte noch immer ohne Abschluss, fast nur mit Defensivaufgaben beschäftigt. Freitag, das war für mich ein klares Foulspiel an Stefan Schwab. Und zwar eines, das nicht nur Freistoß, sondern auch Gelb zufolge hätte haben müssen. Ja, Klammern, Klammern von den Beinen holen, aber den Freistoß und die Karte gibt es dann auf der anderen Seite, und das ist eine mit Folgen. Das ist die fünfte in dieser Saison für Christian Deutschmann, der sich damit, positiv ausgedrückt, die lange Reise nach Altach am Wochenende erspart. Die 100-Euro-Frage, Hofmann mit rechts oder Schaub mit links? Die richtige Antwort ist Steffen Hofmann. Und da hat jetzt wohl Sonnleitner Maximilian Hofmann den Ball weggenommen. Schwab, ähnliche Art und Weise hat er sein erstes Tor für Rapid im Derby gemacht. Diesmal allerdings war er nicht so ungehindert zum Kopfball gekommen wie damals. War noch im Spiel. Und Rapid ist hier einem vierten Treffer um Welten näher als Wiener Neustadt einem zweiten. O'Brien, wieder nix. Das war auch leicht zu durchschauen für Stefan Stangl, was der US-Amerikaner da vorhatte. So laufen sich Rauter und Salomon sowie Osman Ali, der jetzt den Ball bekommt, vorne die Füße wund, aber sie bekommen keinen brauchbaren Ball. Das muss auch Gelb geben.
gibt es auch. Über was beschwert sich da Louis Schaub großartig? Über eine Schauspielerei von Abdalrahman Osman Ali womöglich. Da ist er zu spät, trifft den Standfuß des Gegenspielers. Freistoß in Ordnung, die gelbe Karte ebenso. Rapid hat richtig Spaß an diesem Spiel gefunden. Beric. Steffen Hofmann, dem hat keiner gerufen, dass da einer im Rücken auftaucht. Hofmann will den Freistoß, bekommt ihn nicht. Das ist, denke ich, diesmal auch die richtige Entscheidung. Er hätte ihn hier eventuell bekommen können, war aber flugs wieder auf den Beinen. Ja, und das ist kein Foulspiel von Mali, das ist ein Sturzflug des Rapid-Kapitäns. Keins unbedrängt. Also speziell Mario Pollhammer wird heute Nacht wahrscheinlich Albträume haben, was Florian Kainz betrifft. Wieder Ballgewinn Rapid durch Schrammel, der versucht ein Kunststück. Warum eigentlich? Hätte da gut und gerne Robert Beric bedienen können, der hätte freie Bahn aufs Tor gehabt. Wiener Neustadt absolut hilflos und Rapid nützt das gnadenlos aus. Jetzt vielleicht mal was nach vorne, Rauter, auch unpräzise Richtung Salomon. Rapid hat hinten alles im Griff, es ist wenig, was sie im Griff haben müssen, aber es ist eben so. Keins auf Stangl, Eckstoß. Helmut Pfeifenberger wechselt dann gleich ein zweites Mal. Matthias Koch ist schon bereit, aber die Ecke werden die Niederösterreicher wohl noch abwarten. Ja, wenn es mal wieder länger dauert, schnappt ihr ein Spielgerät. In der Neustadt hat alle Spieler da zurückgezogen in den eigenen Strafraum. Schaub und Wydra lauern auf einen Abpraller, auf einen sogenannten zweiten Ball. Da ruft man wieder zu direkt rein in den Torraum. Dort gab es auch noch ein Vergehen eines Rapid-Akteurs. Freistoß für den SC, aber davor gibt es den Wechsel. Der Schwab hat da ein wenig griechisch-römisch agiert. Ranstl geht runter. Der linke Außenverteidiger, dessen Position jetzt Lukas Denner einnimmt. Matthias Koch ein zusätzlicher offensiver Mittelfeldspieler. Conor O'Brien, das war gut gelöst. Pollhammer, ja, leichtes Spiel für Jan Novota, nachdem diese Flanke abgefälscht war. Schwieriges Spiel für Julian Salomon. Speziell jetzt nach dem Seitenwechsel. Im Gegensatz zu Hälfte 1 hat Rapid diesmal nicht verabsäumt, nach dem frühen Führungstor entsprechend nachzusetzen.
Steffen Hofmann hier gefault, ist noch immer sehr quirlig unterwegs. Nach 68 Minuten. Den Freistoß tritt allerdings nicht Stefan Schwab, sondern er. Ja, interessante Variante. Aber auch da kaum eine Reaktion der Neustädter. Da kommt keiner raus, keiner entgegen zu Schwab. Obwohl das nicht gerade mit hohem Tempo von Rapid gespielt war. Beric, klasse gemacht. Starke Ballbehandlung. Steffen Hofmann, Mali dazwischen. Ähnliches Spielchen wie zuvor, Wiener Neustadt mit allen Spielern im eigenen Strafraum. Hofmann diesmal mit einem sogenannten Out-Swinger, aber der ist viel zu kurz geraten. Denner. So, Probleme beim ersten Kontakt bei Osman Ali, schon ist die Kugel wieder futsch. Fall von Freitag, der langsam aber sicher doch am gelben Watschenbaum rüttelt. Ja, die in weiß und blau gekleideten Herren sind nicht nur mit der Gesamtsituation unzufrieden, sondern vor allem mit ihrer eigenen Leistung. Und diese Geste von Freitag auch deutlich gemacht. Keiner schiebt da raus. Bei Ballbesitz sind wir zu passiv. In dieser zweiten Hälfte ist ein deutlicher Klasseunterschied bei den beiden Mannschaften erkennbar. Auch eine tolle Variante diesmal. Hofmann auf Kainz. Thomas Wollenhofer verhindert den vierten Gegentreffer. Also das war schon eine wesentlich anspruchsvollere Freistoßvariante als jene zuvor mit Hofmann und Schwab. Da reagiert die Wiener Neustädter Defensive auf einen möglichen Abschluss von Stefan Schwab. Und damit war die linke Abwehrseite der Niederösterreicher total geöffnet. Also ein Schulbeispiel, wie man einen Freistoß variantenreich spielen kann. Schulbeispiel auch für die Neustädter Abwehr, wie man sowas eher nicht verteidigen sollte. Und Thomas Vollenhofer, der pariert Schüsse mit allen Körperteilen. Steffen Hofmann hat ein wenig nach Abseits ausgesehen. Das ist keines. Nach Robert Beric schnürt auch Luis Schaub einen Doppelpack. Sehr zum Wohl. Ja, hat vielleicht noch abseits ausgesehen, war aber wohl keines. Da ist Deutschmann zu spät rausgerückt. Und dann freie Bahn für Hofmann. Kurz mal aufgeschaut, da ist der Schaub zwischen Bollhammer und Deutschmann durch. Das dilettantische Defensivverhalten des SC setzt sich fort. Der Spaß am Spiel bei Rapid wird immer größer. Man fasst es nicht, man glaubt es kaum. In Runde 8 leistet Steffen Hofmann seine erste Torvorlage in dieser Bundesliga-Saison.
Es gibt einen Eckstoß für den SC und das ist das größte Erfolgserlebnis, das die Heimischen in dieser zweiten Hälfte verbuchen können. Conor O'Brien. Ja, und dann pfeift Jan Nowota mal auf eine Faustabwehr. Gut so. Rapid wird in Kürze wechseln. Zum ersten Mal am heutigen Abend. Philipp Schubesberger erhält noch Instruktionen von Raimund Hedl. Jetzt gibt es noch die besten Wünsche vom Cheftrainer hinten nach. Schubesberger, ein klassischer Flügelspieler. Der wird doch nicht für Hofmann kommen und Schaub dann ins Zentrum rücken. Nein, er kommt nicht für Steffen Hofmann, er kommt für Florian Kainz. Das ändert also in der taktischen Grundausrichtung, auch was die Positionen betrifft, bei Rapid gar nichts. Florian Kainz mit starken Auftritten, speziell in dieser zweiten Hälfte, hatte auch schon gute Momente vor der Pause. Aber im zweiten Durchgang hat er dafür gesorgt, dass sich speziell Mario Pollhammer wie beim Regelspiel auf einem Rummelplatz fühlt. Und geschmust wird bitte nur mit Markus Scharrer. Rapid Viertelstunde. Aber Wiener Neustadt mit einer brauchbaren Flanke. Sonnleitner nützt da seine Größenvorteile gegen Conor O'Brien aus. Ja, Wiener Neustadt hat die meisten Gegentore in der Liga, da wundert es nicht. Das erzähle ich Ihnen später, denn Rapid ist jetzt eine Viertelstunde vor dem Ende nur noch zu zehnt. Ja, damit macht sich Louis Schaub vieles kaputt. Endlich getroffen in der Liga, das gleich zweifach, vor Spielfreude strotzend und dann zwei unnötige Foulvergehen, beide mit Gelb bestraft. Wenn ich gelb verwarnt bin, dann gehe ich nicht so in einen Zweikampf. Auch wenn er Deutschmann hier wahrscheinlich nicht erwischt hat, aber wie der da reinfährt, das ist gelbwürdig. Und das Bittere für ihn, es wird wahrscheinlich heute keine großen Folgen mehr haben, aber Schaub verpasst das Spiel am Samstag gegen Wolfsberg. So, Nowota zum ersten Mal in der zweiten Hälfte richtig gefragt, einen Ball zu parieren. Der Kopfball kam von ihm, von Christoph Freitag. Ja, und kaum ist der Kainz weg, freut auch Mario Pollhammer der Fußball wieder. Er hat die Flanke zu dieser Tormöglichkeit geschlagen. Also, um das abzuschließen, Wiener Neustadt hat die meisten Gegentore kassiert. Da wundert es nicht, dass sie auch schon vier in der letzten Viertelstunde gefressen haben, die Niederösterreicher. Das sind die meisten in der Liga. Allerdings gemeinsam mit Rapid, da allerdings zur Ehrenrettung von Grün-Weiß ist dazu zu sagen, dass drei dieser vier Gegentreffer in Runde 1 in Salzburg passiert sind. Fora Barisic ist nicht der neue beste Freund von Assistent Andreas Witschnig. Warum sollte er das auch sein? Koch. Ja, Rapid steht defensiv gut. Lässt aus dem Spiel heraus so gut wie gar nichts mehr zu. Wiener Neustadt mit dem berühmten Mute der Verzweiflung, aber
Der frühe Verlusttreffer in Hälfte 2 hat die Mannschaft regelrecht ausgenockt. Ich denke, die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt, abseits jener, ob Steffen Hofmann heute durchspielt, ist die, wie hoch Rapid dieses Spiel gewinnen wird. Ja, was Grün-Weiß noch immer fehlt, ist so ein Tor nach einer Standardsituation, wie zum Beispiel nach einem Eckstoß. Immerhin schon die siebente Gelegenheit. Und die wird genützt von Maximilian Hofmann aus der 58. Ecke in dieser Saison. Macht Rapid erstmal seinen Treffer nach einem Corner. It's Hofmann-Affair. Im 10. Bundesligaspiel trifft er zum ersten Mal, der Max, nach Ecke von Steffen, die hier von Sonnleitner, ob gewollt oder nicht, ich denke eher ungewollt, genau darüber zu seinem Partner in der Innenverteidigung verlängert wird. Ja, diese Ecken mit Effet vom Tor weg sind meistens brauchbare Bälle für die Innenverteidiger. Max Hofmann hat heute schon mal nach seiner Situation mit einem Wolleschuss auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt trifft er auch. Und Rapid trifft in den letzten Minuten auf einen weiteren neuen Gegenspieler. Für Remo Mali ist die Partie nach einem Horrorerlebnis zu Ende. Dennis Mim, der große Routinier und etatmäßige Kapitän des Vereins, darf in der Schlussphase hier mittun, im Versuch, weitere Gegentore zu verhindern. Rapid wird gleich Thanos Petzos ins Spiel kommen. Gegen Helsinki ist er bei einer 2:1 Führung gekommen. Da ging es dann nach dem Motto Petzos rein, Rapid raus aus der Europa League. Aber heute kann wohl nichts mehr passieren in Anbetracht der geringen, noch verbleibenden Spielzeit. Usman Ali gegen Stangl. Freitag. Ja, guter Versuch. Ecke Wiener Neustadt. Oh, jetzt gibt es da hinten Signale. Wechsel bitte. Den gibt es jetzt auch. Widra kann nicht mehr. Ja, Novo da mit den Fingerspitzen dran. Vielleicht wäre der Ball auch so übers Tor gegangen, aber dessen kann sich der Torhüter ja nicht sicher sein. Eckstoß O'Brien, diese kurze Variante. Koch. Ja, und dann mit einem recht einfachen Ballverlust. Schobesberger gegen Mim, die sind beide noch recht frisch. Mim sucht den Körperkontakt und Rapid bekommt den Freistoß. Und jetzt die Gelegenheit zu wechseln. Der nicht mehr rund laufende Dominik Widra geht in Minute 83 runter. Mit dafür verantwortlich, dass Rapid speziell in der zweiten Hälfte eigentlich praktisch alles, was Wiener Neustadt nach vorne gespielt hat, schon im Mittelfeld abgefangen hat. Und das ist auch ein Wechsel. Zwei Spieler, die exakt die gleiche Position bekleiden. Tja, und einen wird es dann noch geben. Sie haben Philipp Prosenik kurz gesehen. Auch den wird Zoran Barisic heute
noch ins Spiel schicken, ihm etwas Spielpraxis in der Bundesliga verschaffen. Wunderbarer Pass da auf Beric. Ja, der legt zurück für den imaginären Mannschaftskollegen. Recht leichtfertig vertan, kommt Wiener Neustadt dann noch einmal in einen Konter. Osman Ali setzt nicht zum Sprint an, sondern spielt so etwas wie einen Rückpass auf Thomas Schrammel. Rosenig möchte und jetzt darf er auch. Und er kommt für Robert Beric. Auch das ein positionsbezogener Wechsel. Und das beantwortet meine erste Frage für diese Schlussphase. Steffen Hofmann geht heute nicht vorzeitig vom Platz. Zumindest nicht durch eine Auswechslung. Dritte Bundesliga-Einwechslung für Prosenik, der wie eingangs erwähnt am vergangenen Sonntag ja durchgespielt hat für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Genau dort hat er auch ein mehr als brauchbares Frühjahr absolviert. Links lauert Salomon, Koch entscheidet sich dazu, selbst abzuschließen. War im Nachhinein betrachtet wohl die falsche Entscheidung. Tja, und während die Offensivkräfte der Wiener Neustädter vorne noch fassungslos über den erneuten Ballverlust sind, war Rapid schon wieder schwuppdiwupp mit einem Pass in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Im Abseits. Auch das sinnbildlich für die Leistung, die der SC hier in der zweiten Hälfte abliefert. Da hat Freitag ewig gewartet mit dem Abspiel. Die Rapid-Defensivlinie macht kollektiv zwei Schritte nach vorne. Osman Ali macht nur einen zurück. Gewagt von Stangl.
fast eine ideale Vorlage für Julian Salomon, aber eben nur fast, weil Novota da gedankenschnell rechtzeitig aus seinem Torraum rauskommt und dann begeht Salomon auch noch im Versuch, den Ball doch noch zu erwischen, das Foul an Max Hofmann. Wir sind in der letzten offiziellen Minute dieses Spiels angekommen. Wiener Neustadt wird vielleicht hadern mit der schlechten Chancenauswertung in Hälfte 1, mit dieser Entscheidung von Oliver Trachter, ein Handspiel von Stangl nur mit Freistoß statt mit Elfmeter zu bestrafen. Aber in dieser zweiten Hälfte gibt es überhaupt keine Diskussion über einen hochverdienten Sieger der Partie. Und das ist der SK Rapid, der beim augenblicklichen Stand der Dinge zum ersten Mal in dieser Saison eine positive Tordifferenz aufweist. In Runde 8, also endgültig diese 1:6 Schmach vom Auftaktspiel in Salzburg korrigiert. 3 Minuten gibt es obendrauf. Sprich, noch knapp 3 Minuten Schaulaufen hier im Stadion Wiener Neustadt. Nachdem die Niederösterreicher zuletzt 2-mal hintereinander zu 0 gespielt haben, gibt es heute ordentlich was. Es gibt auch noch mal Geld, und zwar für Dennis Mim. Und so nochmals eine Gelegenheit für Rapid, per Freistoß der Gefahr im gegnerischen Strafraum heraufzubeschwören. Schwab, etwas zu lang für Sonnleitner. Aber ich wiederhole mich gerne, Stefan Schwab muss spielen, spielen und spielen. Er ist so ein Energiebündel und er muss halt hier in eine Rolle reinwachsen, die er bei seinem vorherigen Arbeitgeber nicht hatte. Bei der Admira war er die unumschränkte Nummer 1 im Mittelfeld. Diese Rolle muss er sich hier mit anderen Akteuren, wie zum Beispiel Steffen Hofmann, teilen, wenn nicht sogar ins zweite Glied zurückrücken. Koch sieht da, dass Novota etwas weit vor dem Tor steht. Netter Versuch, zumindest polieren die Wiener Neustädter damit ihre Schussstatistik ein wenig auf. Und genau diese Statistik ist auch ein Spiegelbild dieser zweiten Hälfte. 10 Versuche der Neustädter vor der Pause, nur die Hälfte nach dem Seitenwechsel. Nochmal Freistoß für Grün-Weiß und dann wird es das wohl gewesen sein. Wissen Sie noch, wann Rapid
zuletzt in einem Bundesligaspiel 5-mal getroffen hat? Wenn ja, beglückwünsche ich Sie zu Ihrem guten Gedächtnis. Wenn nein, kann ich es Ihnen sagen. Das war im Mai. Da gab es einen 5:2-Sieg gegen Ried. Freistoß Petzos, Schuss angetäuscht, Hofmann. Also was die Freistoßvariationen betrifft, hat der Rapid heute reichlich Gelegenheit zum Üben. 5:1 heißt es am Ende. Der erste Auswärtssieg, der höchste Saisonsieg der Truppe von Zoran Barisic ist amtlich. Damit springt Rapid in der Tabelle rauf auf Platz 3. Nach einem durchwachsenen Saisonbeginn letztlich dann doch 12 Punkte aus den ersten 8 Spielen. Am Samstag kommt der Tabellenführer. Und da muss, das ist das einzig Bittere für Rapid am heutigen Abend, der Doppeltorschütze von heute, Luis Schaub, nach Gelb-Rot in diesem Spiel zuschauen. Auch der Herr hat zweimal getroffen, Robert Peric, nebst Christopher Thibon im Bild. Und alle, die Robert Peric nach wie vor kritisiert haben, dass der zu wenig bringt, werden wohl zumindest bis Samstag mal den Mund halten. 21 Scorerpunkte in der vergangenen Saison für Sturm Graz waren schon ein gutes Merkmal auf seiner Visitenkarte. Heute hat er seine Saisontore 3 und 4 gemacht. Und Heimo Pfeifenbergers Team wird nach 2 Siegen am Stück heute brutalst auf den sandigen Wiener Neustädter Boden der Realität zurückgeholt. Eine starke zweite Hälfte der ersten Hälfte, aber das war es dann auch schon, was der SC hier heute gegen Rapid zu leisten imstande war. Und die Hütteldorfer Welt ist wieder richtig in Ordnung. Auch jene von Steffen Hofmann. Und zum ersten Mal gibt es auswärts wirklich was zu feiern. Vor und hinter dem Zaun. Eines auch noch angemerkt, Stefan Stangl hat sich empfohlen für weitere Aufgaben auf der linken Außenverteidigerposition. Hat hier gegen seinen Ex-Club dort agiert, als hätte er nie was anderes bei Rapid gemacht. Steffen Hofmann schon gelobt, Max Hofmann heute getroffen und jetzt sprechend. Ja, im 10. Bundesliga. Spiel, den ersten Treffer markiert, Max Hofmann. Könnte man sagen, es wurde auch Zeit? Ja, na, also ich mache mir da keinen Druck. Ich meine, sicher ist schon das erste Bundesliga-Tor. Zwar war nicht das Schönste, aber ja, ich nehme es gern mit. Aber wichtiger, glaube ich, ist der souveräne Sieg. Und ich glaube, mit dem müssen wir jetzt auf die nächste Spiele zweiter aufbauen. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt eine Serie starten können. Wie viel ist denn nach hinten heute passiert, mit Ausnahme des einen Gegentors? Ja, ich glaube, zweite Halbzeit sind wir einiges besser gestanden als in der ersten Halbzeit. Da haben wir doch einiges zulassen. Aber ja, solange wir offensiv jetzt endlich mal die Dinger reinmachen, glaube ich, können wir die ein, zwei Chancen, die wir dazu lassen, auch noch verkraften. Wieso spielen Sie jetzt den Thibon raus aus der Mannschaft? Der ist ja auch nicht irgendwer. Na, raus spielen Sie eigentlich nicht, der war jetzt verletzt. Halt schauen wir, ist ein gesunder Konkurrenzkampf und ja, das ist, glaube ich, für ihn gut, das ist für mich gut und somit mache ich mir da jetzt keine Gedanken drüber. Gratulation und danke. Danke. Wir schauen auf die gesammelten Ergebnisse dieser 8. Runde, die sich über mehrere Tage gezwungenermaßen erstreckt hat. Rapid mit 5:1 in Wiener Neustadt erfolgreich und zwischen Grödig und Altach gibt es also ein 3:3. Insgesamt je 6 Treffer in den Partien. Wolfsberg besiegt Salzburg und übernimmt die Tabellenspitze. Austria 3:1 gegen Ried und Sturm 0:2 gegen die Admira. Das bedeutet, dass Wolfsberg 3 Punkte Vorsprung hat vor Salzburg und dahinter jetzt Rapid nur, unter Anführungszeichen, nur noch 6 Punkte hinter Salzburg. Aber die beiden, Franco, die beiden da vorne, werden trotzdem noch lange Zeit schwer einzuholen sein. Ja, wir haben im Moment eine Zweiklassengesellschaft, Salzburg und WRC ganz vorne. Aber danach ist es sehr, sehr spannend in der Liga. Danach sind die Mannschaften auch sehr ausgeglichen, da ist alles möglich. Und man sieht, mit 1, 2 Siegen kann man einen großen Sprung nach vorne tun.
Zweiter Sieg in Folge also für Rapid. Nach dem Sieg gegen Grödig heute ein hoher Auswärtssieg in Wiener Neustadt. Am Ende auch wirklich souverän, zur Erleichterung auch des Trainers Charlie Leitner. Gegenüber der letzten Begegnung bringt Barisic mit Kainz und Schwab zwei neue. Und er muss gar nicht lange warten, bis seine Mannschaft schon erfolgreich auftritt. Stangl mit viel Platz, keiner kommt raus aus der Wiener Neustadt-Abwehr. Dann Schaub und in der Mitte steht Beric. 3 Minuten nicht mal ganz gespielt und Rapid führt 1-0, aber sehr leicht gemacht von der Wiener Neustädter Defensive. Das schnellste Tor dieser Bundesliga-Saison für die Rapidler. Aber komischerweise setzen die Rapidler nicht nach. Wiener Neustadt wird stärker. Und dann Pollhammer mit der Flanke. Handspiel von Stangl. Schiedsrichter Trachter sieht das Handspiel, verlegt aber den Ort des Geschehens außerhalb des 16ers. Es hätte Elfmeter geben müssen. Wiener Neustadt in der stärksten Phase. Rapid setzte nicht nach. Und dann ist Rauter da und er macht das wunderschön. 23 Minuten gespielt. Der Ausgleich gefallen. Sein 4. Saisontreffer überhaupt. Eine tolle Saison von Rauter. Hier der Ballverlust von Kapitän Hofmann an O'Brien. Dann wird nicht lange gewartet. Langer Pass nach vorne auf Salomon. Feiner Pass in den Lauf von Rauter. Schöner Haken, schöner Abschluss. Alles wieder ausgeglichen. Aber dann lassen die wieder Neustädter komischerweise nach. Und Rapid wird wieder stärker. Beric mit der ersten Möglichkeit nach einer halben Stunde. Rapid wieder in Führung zu schießen. Aber auch Wiener Neustadt kommt zu Möglichkeiten, meist außerhalb des 16ers. Ranftl, guter Schuss. Und dann kann Rauter nicht vollenden, weil Maximilian Hofmann, der den Vorzug gegenüber Thibon erhält, sich gut verhält. 4.300 Zuschauer, endlich mal gute Stimmung in Wiener Neustadt. Und die Rapid-Fans können sich weiter freuen. Nicht nur über Tore, sondern auch über wunderschöne Aktionen. Schauen Sie mal, Hofmann spürt nur Stangl im Rückraum. Dann Beric, der kommt nicht vorbei an Wollenhofer. Aber dann steht Louis Schaub da. Endlich schießt er seinen ersten Saisontreffer. Fast ein Jahr hat er darauf gewartet. International hat er getroffen. Bundesliga hat er sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Weiter feine Kombinationen. Schaub kaum zu halten. Ehrlicher Doppelpass mit Beric. Und dann fehlen nur ein paar Zentimeter zu einem weiteren Tor. Dieses Tor lässt aber nicht lange auf sich warten. 55. Minute. Hofmann kämpft im Liegen. Wieder der öffnende Pass auf die Seite. Kainz mit einer starken Vorstellung und mit viel Gefühl und Blick für Beric. Der macht seinen Doppelpack und Rapid führt mit 3-1. Wir können in dieser kurzen Zeit gar nicht alle tollen Kombinationen der Rapidler zeigen, aber diesen müssen wir ihnen zeigen. Freistoßtrick, Schwab, dann Hofmann, hineingespielt auf Kainz. Es fehlt nur die Vollendung. Aber es fallen weitere Tore in der Schlussviertelstunde. Hofmann spielt heute durch, spielt groß auf und spielt auf für Louis Schaub. Und auch er macht einen Doppelpack. Den letzten, den macht er im Frühjahr. Also, er ist auf den Geschmack gekommen, könnte sich heute über ein wunderschönes Spiel freuen. Ja, wenn nicht die 76. Minute gekommen wäre. Böser Einstieg von Schaub. Er trifft zwar seinen Gegenspieler nicht, aber allein die Art und Weise, wie er mit gestreckten Beinen in den Zweikampf geht. Zweite Gelbe, die erste, die sah er Ende der ersten Halbzeit. Damit schönes Spiel, 2 Tore, aber frühzeitig zum Duschen. Den Schlusspunkt setzt dann Maximilian Hofmann in der 80. Minute, krönt damit seine gute Defensivleistung auch noch mit dieser Offensivaktion. 10. Bundesligaspiel, 1. Treffer. Alles super gut bei Grün-Weiß. Endlich wieder viele Tore. Das ist ein Spiel, das sicher Trainer Barisic sehr viel Freude gemacht hat. Beide Trainer jetzt bei Jörg Kühne. Ja, souveräner Sieg, klarer Sieg von Rapid, noch dazu auswärts. Hört man gar nicht allzu oft, Zoran Barisic. Was haben Sie denn gesehen heute? Eine gute Leistung von meiner Mannschaft.
Ja, gute Leistung von meiner Mannschaft gegen einen sehr starken Gegner auf sehr tiefem Boden, der nicht so leicht zu bespielen war. Und ja, freut mich für meine Spieler. Gegen einen starken Gegner, Heimer Pfeifenberg, haben Sie die Mannschaft zusammengebastelt. Ich finde, die sind ein bisschen auseinandergenommen worden, vor allem in der zweiten Hälfte, oder? Der starken Gegner muss ich in Zocke ein bisschen widersprechen. Speziell die erste Halbzeit waren wir der starke Gegner, wenn ich die ersten 10 Minuten weg tue. Die erste Halbzeit war total okay, aber dann hat uns Rapid komplett auseinandergenommen. Also wir haben überhaupt kein Mittel gefunden. Gegen einen Schaub, gegen die schnellen Dribblings, was gehabt haben, Hoffmann, die haben uns Beric, die haben uns dann mit den Kombinationen eigentlich, wir sind nie in die Zweikämpfe gekommen und haben uns mit den Kombinationen, mit den Schnellen durcheinander genommen und wir haben eigentlich komplett den Kopf verloren. Was gibt denn das jetzt teamintern für eine Stimmung? Ihr Goalie hat schon wieder einen Rundumschlag verbal geäußert. Wir wissen, wie das enden kann hier. Nein. Sie lachen, das ist gut. Naja, was soll ich machen jetzt? Natürlich ist die Enttäuschung sehr, sehr groß, weil ich glaube, wir haben noch die zwei Siege, war das Selbstvertrauen da, aber das habe ich speziell zweite Halbzeit überhaupt nicht gesehen, dass wir eine Mannschaft da sind am Platz. Wir haben die Räume nicht eng gemacht, wir haben eigentlich zweite Halbzeit keine flüssigen Kombinationen mehr zusammengebracht. Und wenn du dann 5 Stückchen kriegst, tut das natürlich weh. Also bei uns gibt es kein Mittelding, bei uns gibt es nur entweder wir spielen eine tolle Partie oder sonst nehmen sie uns auseinander. Und darum, glaube ich, ist der Frust da sehr groß bei den Spielern. So, dann 2 Tore und auch 2 gelbe Karten. Natürlich spreche ich von Luis Schaub. Was ist denn zu dem zu sagen? Ja. Er selbst hat gesagt, dumme Aktion, die zweite gelbe von ihm selbst. Das ist natürlich auch der Jugend geschuldet, weil der Ehrgeiz einfach in dieser Situation da war, um den Pass abzublocken oder zu vermeiden. Trotzdem darf ich bei 4:1 so nicht agieren und somit die gelb-rote Karte bekommen. Ja, okay, trifft den Gegenspieler nicht. Ja. Und ist aber nicht notwendig. Ja. Ist nicht notwendig und das ist der einzige Wermutstropfen am heutigen Tag. Steffen Hofmann, erster Saisonassist. Ich bin mir bei ihm nicht so sicher. Wie ist denn jetzt eigentlich in Form, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, heute hat man gesehen, dass er sehr gut in Form war. Er hat sehr, sehr viel gearbeitet. Das einzige Tor der Neustädter auch verschuldet? Okay, aber er hat es dann wieder ausgebessert, indem dass er, weiß jetzt nicht, beim dritten oder beim vierten Tor sehr, sehr gut ins Gegenpressing gekommen ist. Er hat sehr viel gearbeitet für die Mannschaft. Er war sehr ballsicher, hat sehr viele Angriffe eingeleitet und hat auch das Tor aufgelegt und auch viele Chancen aufgelegt. Und deshalb bin ich sehr zufrieden mit seiner Leistung, mit seinem Auftreten. Genau das habe ich mir aber von ihm erwartet, weil er im Training in den letzten 2,5 Wochen gezeigt hat, dass er vor Spielfreude sprüht und das hat er heute gezeigt. Heimo, wie verarbeiten Sie? Der Kollege war heute sehr emotional auf der Rapid-Trainerbank. Ja, jetzt muss ich auch durchblasen. Das ist ja ganz klar nach so einem Spiel, weil es ist immer, wenn du gegen Rapid spielst, das ist immer ein Highlight, auch für Wiener Neustadt, speziell daheim. Heute waren sehr viele Zuschauer da und uns ist es halt nicht gelungen, die absolut an die Grenze zu gehen, von der Leistung her, von den Möglichkeiten, das Potenzial abzurufen. Und dann kriegst du da Klatschen und das, wir haben es gewusst, dass wir außergewöhnlich gute Leistung brauchen gegen Rapid, dass wir bestehen. Und das tut ein bisschen weh, dass wir das nicht geschafft haben. Und ich muss schon jetzt ein bisschen durchblasen, glaube ich auch, und sammeln für den Samstag wieder. Aber jetzt geht es eh Schlag auf Schlag. Wir haben nicht viel Zeit zum Nachdenken. Jetzt müssen wir alle Kräfte mobilisieren. Und ja, es geht bei uns sowieso immer weiter. Also jetzt einmal kurz durchschnaufen und morgen sind wir schon wieder in der Vorbereitung auf das Alltagsspiel. Und wir werden schauen, dass wir auswärts natürlich wieder die Punkte zurückholen. Also Pfeifenberger schnauft durch, lächelt dabei zum Abschluss noch ein paar Zocki-Impressionen. Sie waren heute, wie ich schon erwähnt habe, sehr emotional. Erkennen Sie sich wieder? Schauen Sie mal zu. Zoran Barisic, wie er lebt, wie er lebt. War heute irgendwie doch besonders, oder? Boah, ich... Das Thema gefällt Ihnen nicht. Nein, weiß nicht, warum man sich auf das jetzt fokussiert. Wir sind, glaube ich, alle emotional, versuchen natürlich trotzdem, unsere Emotionen im Griff zu haben. Manchmal geht es halt nicht, manchmal ist es sehr schwer. Es gibt ja auch noch 4 andere Menschen, die sehr viel zu entscheiden haben in diesen 90 Minuten. Und da ist man natürlich nicht mit allem einverstanden. Und dann hadert man mit der einen oder anderen Chance, dann hadert man mit dem einen oder anderen Fehler seiner Spieler. Und ja, manchmal hat man sie im Griff, manchmal hat man sie mehr oder weniger im Griff. Es ist
so, dass wir einfach auch nur Menschen sind und mit unseren Mannschaften einfach mitleben. Ja. Und der eine ist eher ruhiger und der andere ist eher emotionaler. Einmal ist es so und einmal ist es so. Es war auch positiv gemeint, meine Herren. Ich bedanke mich für das Gespräch. Jetzt beide wieder privat. Da bleibt dann das drinnen, was drinnen bleiben soll. Schönen Abend noch. Retour ins Studio zu euch, Gerfried. Dankeschön, Jörg Künne. Also ein 5:1 von Rapid. Aber kleiner Wermutstropfen, Hans Krankl. Doch dieser Ausschluss von Louis Schaub, hat das da einfach übertrieben? Kein kleiner, großer Wermutstropfen für Rapid. Weil es gegen Wolfsberg geht. Und auch für ihn. Es gibt ein Schlagerspiel am Wochenende und er fällt. Und er ist ein sehr guter junger Spieler, sehr guter, kreativer Spieler. Und das, das man jetzt gesehen hat, passt überhaupt nicht zu ihm. Und ist ja da, dazu gerecht, auf seine Jugend zurückzuführen. Da ist er ein bisschen noch unerfahren. Da darf er bei 4:1, so wie der Trainer das gesagt hat, darf er nicht hingehen, weil es ist ewig schade, wenn so ein Spieler erstens einmal bei so einem Schlagerspiel, das am Samstag ist, oder am Sonntag, Samstag, ja, wenn er dann fehlt. Und für ihn auch, das war wichtig gewesen für ihn, weil er ist in sehr guter Form. Aber er hat sich gleich nach dem Spiel dem Interview gestellt, und zwar Jörg Künne natürlich. Louis Schaub, freuen Sie sich heute oder ärgern Sie sich heute? Ja, über das Ergebnis freue ich mich natürlich und über die Tore, aber über die letzte Aktion von mir ärgere ich mich natürlich sehr. Ich bin jetzt gesperrt, auch gegen den WRC, sehr bitter für mich. Was deppert? Ja, eine saudumme Aktion, also ich weiß nicht, was mir da eingefallen ist. Und ja, aus der Aktion muss ich jetzt lernen, dass ich es in Zukunft nicht mehr mache. Ja, wie viel werden Sie denn lernen während der Partie am Samstag, wo Sie zuschauen müssen? Ja, sicher werde ich ein bisschen was lernen. Aber ich ärgere mich natürlich sehr, dass ich auf der Tribüne sitzen muss und mir das anschauen muss und dass ich der Mannschaft nicht helfen kann. Reden wir über das Spiel. Wie war die rapide Entwicklung heute? Ja, also von Anfang an haben wir sehr gut Fußball gespielt, sind auch gleich in Führung gegangen, haben weitere Tormöglichkeiten vorgefunden, haben sie leider nicht genutzt. Dann das 1:1 bekommen, aber dann in der zweiten Halbzeit ist gleich wieder losgegangen mit dem Tor und wir haben sehr gut gespielt heute. Hat man in der zweiten Hälfte vielleicht so viel Gaudi gehabt wie in der ganzen Saison noch nicht? Ja, natürlich, wenn man dann 3:1 führt, geht dann alles ein bisschen leichter. Und das hat man dann auch gemerkt. Und dass wir dann noch die Tore gemacht haben, das war auch sehr wichtig für uns. Wie war der Gegner? Ja, der Gegner hat sein Bestes gegeben. Hat vielleicht auch ein paar Aktionen Pech gehabt. Aber im Endeffekt war der Sieger auch in der Höhe verdient. Also, alle sind sich einig, eine schlechte Leistung des SC Wiener Neustadt heute. Aber wie ist das möglich, Franco Foda, nach dieser Performance, die die Mannschaft beim WRC abgeliefert hat? Das ist eine gute Frage. Wiener Neustadt, das haben wir in der Halbzeit schon einmal angesprochen, hat es heute einfach nicht geschafft, vor allen Dingen die Räume in der Breite zu verteidigen. Rapid Wien hat sehr viele, man hat gewusst, dass sie mit viel Tempo über die Flügel spielen, haben auch so viele Angriffe vorbereitet. Das Zweite war, die Mannschaft ist nie in die Zweikämpfe gekommen. Sie waren im Spiel gegen den Ball heute viel zu passiv und dann kommt so ein Spiel zustande. Und das gesamte Defensivverhalten der gesamten Mannschaft war heute indiskutabel. Freistoß für Rapid gibt es jetzt nicht mehr, denn es gibt den Pausenpfiff. Andreas Kollegah hat hier keine Nachspielzeit anzeigen lassen. Und Rapid geht mit einer 1:0-Führung in die Pause. Andreas Müller wohl unterwegs in die Kabine. Das einzige Tor dieser Partie bisher, das hat Thomas Schrammel in Minute 14 erzielt. Das war wirklich sehenswert, das war ein absolutes Highlight in einer Partie, die sonst mit Highlights gegeizt hat. Thomas Schrammel hat nach 4 Jahren wieder ein Bundesliga-Tor erzielt. Damals hat er noch für Ried getroffen, jetzt also erstmals in Österreichs höchster Spielklasse für Rapid. Insgesamt würde ich meinen, eine verdiente Pausenführung für die Grünen, die jetzt zwar nicht wirklich überzeugen konnten, aber zumindest eine starke Viertelstunde in dieser ersten Spielhälfte drin hatten, so zwischen Minute 25, und das hat gereicht für diese 1:0-Führung. Für Grödig geht bisher wenig. Wir hören jetzt eine erste Stimme bei Jörg Künne, die gehört Stefan Nutz. Ja, welche Szene aus der ersten Hälfte interessiert Stefan Nutz am meisten? Ja, ich nehme mal an, es geht ums Tor, was ich geschossen habe. Schauen wir? Was haben Sie denn für Gefühl vorher? Naja, wir schauen uns lieber mal an. Ja. Recht klar bis jetzt, oder? Bis jetzt schon, und jetzt auch, ja. Ja, was soll ich sagen? Einfach bitter für uns, aber ja, wir hoffen, dass wir das in der zweiten Halbzeit dann drehen können. Ist das nur Schiri-Pech und bitter, dass man 0:1 zurückliegt, oder ist Rapid halt ganz gut? Ich glaube schon, dass Rapid auch
den Teil dazu beiträgt, dass es 1-0 für Rapid steht. Ich glaube, sie spielen heute wieder besser. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir in der zweiten Halbzeit Gas geben, um das Spiel zu drehen. Ja, wie wenig das ein bisschen mehr nach vorne schauen bei Grödig? Ja, sicher. Wir müssen wieder schauen, dass wir höher attackieren und sie so zu Fehler zwingen und dann ja, schnell den Abschluss suchen. Danke, Nutzi. Ein sehr fairer Bursch, der Stefan Nutz. Das war natürlich Riesenglück für Rapid in dieser Szene, dass dieses Tor für die Grödiger nicht gezählt hat. So steht es nach 45 Minuten 1:0. Wenn man auf die Schüsse schaut, schaut das recht ausgeglichen aus. 9:7 hier pro Rapid, also nur leichte Vorteile. Rapid hat von 9:3 aufs Tor gebracht. Auf der anderen Seite die Grödiger 2, aber die waren beide relativ ungefährlich. Weitschüsse, die Jan Nowota ohne gröbere Probleme entschärft hat. Ja, die größte Chance für die Salzburger war tatsächlich dieses aberkannte Tor. Sonst Rapid in allen Statistiken vorne, Ballbesitz, sie gewinnen mehr Zweikämpfe, spielen auch genauere Pässe.